Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche da und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder ein paar Paragon-Kisten aufmachen. Ein paar ist ganz gut, denn diesmal sind es nur noch zwei. Ich habe ja bis jetzt immer fünf aufgemacht. Und zwar sind es nur noch zwei, weil ich das letzte Mal ja die Essenz von Mechagon rausbekommen habe und jetzt quasi nur noch eine Essenz aus den Paragon-Kisten brauche. Und dann habe ich in BFA alles, was es aus Paragon-Kisten gibt, bis der nächste Patch kommt und sie was Neues einfügen. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt mal ein bisschen in die Downtime komme und keine World Quest mehr machen muss. Und deswegen müsst ihr mir einmal die Daumen drücken, denn wir müssten jetzt zweimal eine Ankoana-Kiste haben. Und zwar habe ich eine irgendwo im Inventar, die ich gerade nicht mehr finde. Die werden wir gleich mal gucken. Und dann habe ich noch einmal den Ruf fertig gebastelt. Also muss ich bloß mal schauen, wo die Ankoana-Kiste ist. Habe ich sie auf die Bank gepackt, oder? Kann das sein? Moment. Scheinbar habe ich die Kiste auf die Bank gepackt. Okay. Dann müssen wir das anders machen. Wir müssen einmal zur Bank und dann hier wieder zurück. Ja. Einmal auf die Bank gepackt, weil ich sonst versehentlich aufmache und dann dementsprechend das nicht fürs Video drin habe. So, was ich jetzt aus der Kiste brauche, ist quasi die Legendary Essenz, also die Rang 4 Essenz. Da bin ich hier am Farmen. Das Mount bzw. die Toys habe ich tatsächlich schon. Ja? Also da sieht es gut aus. So, wo haben wir sie? Hier ist die Ankoana-Kiste. Jetzt einmal Daumen drücken. Verdammt! Es war, okay, da ist schon mal keine Essenz drin. Wir schauen jetzt mal nochmal, dass wir auf Tank stehen haben. Ja, auf Tank ist es. Es heißt zwar, dass das keine Rolle spielt, anscheinend, ne, was man gestellt hat. Aber ich habe das letzte Mal, wo ich die Mechagon-Kiste aufgemacht habe, habe ich auch auf Tank stehen gehabt und habe tatsächlich die, ja, den Tank-Loot rausgekriegt, also die Mechagon-Essenz. Ich kann das auch nochmal hier zeigen. Mir fehlt jetzt halt noch die hier. Von den Paragon-Kisten, die anderen sind von Ashara bzw. Arena, muss man da noch machen. Also da müssen wir mal gucken. So, zumindest aber keine Ruffarme, ne? So, Kiste Nummer 2. Drückt mir die Daumen. Yes, welche ist es? Warte mal. Ist das die richtige? Bitte lass es die richtige sein. Ist das die Tank-Essenz? Scheiße, okay. Ich will es gar nicht wissen, ob das die. Okay, es ist auf jeden Fall eine Essenz. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Tank-Essenz ist. Wir gehen jetzt rüber. Ich muss mich ein bisschen beruhigen jetzt. Wir gehen jetzt rüber und schauen, ob das die richtige Essenz ist. Sollte es die richtige Essenz sein, dann muss ich halt keine. Also, ne, so schlecht ist der Content nicht, aber so langsam. Ich sag's jetzt mal so, ich muss keine verfickten World Quests mehr machen, ja. Das wäre super. So. Jetzt schauen wir mal. Bitte lass das die richtige Essenz sein, ne? Und nicht wieder irgendeine so gammelige, die ich nicht brauche. Also, es kann halt auch die Heiler DD oder so rauskommen, ne? Das würde aber dann halt nicht fürs Achievement zählen. Aber ja, ich habe so die Ahnung, dass es die falsche ist, oder? Und nein, es ist halt die richtige. Yes! Okay, nice. Ich muss keine World Quest mehr machen. Sehr schön. Da hat der Taylor einmal Glück. Ich habe heute das Ashara-Mount nicht gekriegt. Nicht das Ashara, das Jaina-Mount nicht, aber dafür die Essenz. Kann man nicht meckern hier. Okay, jetzt brauche ich noch zwei Legendary Essenz. Einmal von Ashara Mythic und einmal von Arena. Also heißt das, müssen wir noch ein bisschen progressen hier. Aber World Quests sind für mich erledigt und ich kann mich jetzt aufs Goldmachen konzentrieren. Ja, sehr schön. Heißt jetzt unterm Strich, jetzt wird es erstmal keine Openings von Paragon-Kisten mehr geben, tatsächlich, weil ich habe alles aus Paragon-Kisten. Sollte es in Patch 8.3 natürlich neue Kisten geben und neuen Loot, werden wir da wieder ansetzen. Oder ich überlege mir was anderes, wo wir ein Opening machen können, aber da sehen wir dann dementsprechend in nächster Zeit. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch dran seid. Habt ihr jetzt auch alles fertig aus Paragon-Kisten? Seid ihr noch bei irgendwas dran? Gerne in die Kommentare. Euer Chila, bis zum nächsten Mal. Ciao.